Oh hey, liebe Pokémon Infinite Fusion Freunde und willkommen zu dem Finale von dem Spiel, welches sich unter Umständen zwischenzeitlich vollkommen vergessen hat, dass wir es noch nicht gemacht haben. Entschuldigt mich dafür. Ich habe tatsächlich meine Pokémon hochtrainiert vor einem Monat oder so, aber ich weiß auch nicht. Man kennt das, man vergisst manche Dinge einfach. Was war denn mein Team nochmal? Lass mich nochmal durchschauen. Wuff, wuff. Unser gutes Halbtutok, halb Arcani. Das ist das Pokémon, das ich am meisten hochtrainiert habe. Ich bin übrigens einfach Richtung Ost gegangen und habe dann gegen einen Trainer immer gekämpft, gegen den ich immer kämpfen konnte. Das heißt, das war relativ angenehm. Wuff haben wir ungemein hochgelevelt. Ratunzel. Der gute Bisa-Boy. Sind vom Level her nicht mehr ganz so relevant. Aber das ist okay. Raupikachu leider auch ein bisschen abgefallen. Aber Koptanus dagegen, Level 44, ist unser Man. Durch Steinpilz auf Level 41. Ich hoffe einfach mal, dass wir damit... Eigentlich wirklich Wuff so viel höher als alle anderen. Ich hoffe einfach, dass wir damit in der Lage sein sollten, den Arena-Leiter zu besiegen. Denn das ist das, was wir hier zu erledigen haben. Ansonsten gibt es, glaube ich, nicht allzu viele Dinge, die ich in dem Spiel noch, die in dem Spiel noch für mich zu tun werden. Oder wären. Dementsprechend, wir gehen einfach zum Arena-Leiter, versuchen ihn zu besiegen. Mann, davor habe ich mich 2 Monate gedrückt aus irgendwelchen Gründen. Das ist seltsam. Okay. Ach ja, jetzt weiß ich, warum ich nur 3 Pokémon trainiert habe. Auf einmal ergibt alles Sinn. Natürlich, es ist, nein, Moment, Entry. Natürlich, wir... Können wir noch mehr? Oh, 4 Pokémon kann man hier auswählen. Na gut, machen wir das so. Man hat ja nur bedingt viele Pokémon. MOP-Man gegen Koga. Okay, Koga, mein Freund, was hast du? Ein Hornfing, Level 47. Du meine Fresse. Beginnen wir mit der Flame Wheel. Sucker Punch. Ich hasse Sucker Punch. Der Angriff klingt immer so, als ob er sehr effektiv wäre. Ich glaube, darüber haben wir schon geredet. Es ist fürchterlich. Okay, ich denke, Haunting sollten wir relativ ohne allzu große Probleme down bekommen. Sehr schön. Ich meine natürlich Haunting. Verzeiht. Purfing. Es wird auch wieder eine Mischung mit... Es müsste Persian und Coughing sein. Das Problem ist, Snobilikat hatte... In diesem Teil teilweise einen Unlichttyp aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, ihr sollt ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, ich weiß wirklich nicht warum, aber dementsprechend werden wir jetzt einfach Raupikachu einwechseln. Und tut mir leid, Raupikachu, du hast die ehrenvolle Aufgabe, einfach da zu sein, damit die anderen... Ach du Scheiße, das sind nicht viele... Oh, ich hätte Tränke kaufen sollen. Oh, ich hätte 3 Rare Candies. Ich habe keine Tränke gekauft! Oh Gott, das könnte schief gehen, Leute. Das könnte alles schief gehen. Heilen wir Wuff einfach auf. Und dann hoffen wir aufs Beste. Okay, perfekt. Wer weiß, was hast du vor zu tun? Sludge Bomb. Die gute Sludge Bombe. Das ist okay. Könnte ich dich nicht theoretisch paralysieren? Oh, sehr schön. Das sollte uns ungemein weiterhelfen. Ja, Pikachu, du leistest gerade ziemlich gute Arbeit tatsächlich. Mach mal Psybeam. Es ist vom Typ Unlicht, aus irgendwelchen Gründen. Ich wusste es. Okay, gut, dass ich nicht auf Koptanus gewechselt bin. Denn das wäre relativ fatal geworden. Steinpilz wäre vielleicht gleich mal komplett verkehrt. Wenn ich gerade drüber nachdenke. Boden. Haben Bodenangriffe eine Wirkung? Natürlich nicht. Was dachte ich mir dabei? Was dachte ich mir dabei? Smackdown? Naja, wer will... Oh, das ist Steinwurf, oder? Oh. Oh, ich erinnere mich wieder. Steinpilz war ja das Pokémon. Es war das, dem ich Steinwurf beigebracht habe. Das ist eine alte Geschichte, über die wir nie wieder reden. Und Steinpilz ist down. Alles okay, Perfect ist weiter angeschwächt. Das bedeutet, wir holen einfach mal Wuffwuff raus. Hoffen, dass Wuffwuff den Rest soweit erledigt. Wäre Aqua... Ich glaube, Aquateil wäre sogar ein klügerer Angriff. Da müsste mehr Schaden machen. Oh, fuck! Jetzt zahlt er seinen Fuck, wie ich bestimmt mit Top-Genesung oder sowas, oder? Nein! Okay, wir haben Perfect down. Sehr schön. Weaking. Nein, ich möchte... Doch, ich möchte... Müsste Nidoking und Weezing sein? Nein, Goldking und... Das ist ein cooler Sprite. Machen wir Psybeam einfach. Machen wir uns nichts vor. Der sollte relativ akzeptablen Damage austeilen. Ziemlich akzeptabel, wenn ich das mal so sagen darf. Sehr schön. Und du solltest nichts haben, was sonderlich effektiv gegen mich ist. Und du verletzt dich selbst. Hey, fick dich, Weep King.
und der Psybeam, wir werden diesen Kampf sowas von gewinnen. Seht ihr, dafür haben wir trainiert. All die Monate, die vergangen sind. Es war alles für diesen einen Moment. Bleib mal draußen, Koptanos. Ich glaube, du bist unser Man. Musek. Er hat da... Oh, fuck. Karl meint. Ich denke, wenn ich meine Spezialverteilung erhöhe, sollte das nicht komplett verkehrt sein. Ja, machen wir nochmal. Mir gefällt das gerade. Level 53 ist das Monster. Ja, es macht nicht mehr allzu viel Schaden. Sehr schön. Dann kann ich jetzt in die Offensive übergehen. Alle Spezialverteilung ist katastrophal. Gut, ich würde einfach mal sagen. Hast du dich geheilt? Der Lümmel! Der hat Black Sludge! Der hat giftigen Giftmüll bei sich! Ich würde mal sagen, damit haben wir diesen Arena-Kampf ganz geschmeidig gewonnen. Level 53, wollt ihr mich verarschen? Das ist vom Level her höher als der stärkste von den Top 4 aus Gold und Silber aus der zweiten Generation. Und wir kommen in den Seelenorden. Toxin. Das werde ich bestimmt jemandem beibringen. Aha, okay. Koga! Oh shit, das ist Ziggy! Ach, er darf einfach durch die Wände laufen, okay. Team Rocket hat es geschafft, Meisterbälle herzustellen. Aber ist noch nicht alles. Oh nein. Arctos, Zapdos und Labrados haben sie gefangen. Das kann doch nicht sein. Okay, sie haben das obere Stockwerk der Sylph Corporation übernommen. Was waren die? Wo waren die denn? War die? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, Moment. Heißt es, wir müssen noch ein bisschen gegen Team Rocket kämpfen? Ey, da haben wir tatsächlich noch was, abgesehen von dem Arena-Leiter vor uns. Ha. In Saffron City. Okay. Please don't let me down. Okay. Wie es aussieht, werden wir... Oh, okay. Das ist, wo die aktuelle Demo aufhört. Du kannst immer noch weiterspielen, aber du wirst nicht weiter voranschreiten können im Spiel. Du wirst nicht in der Lage sein, in Saffron City weiterzuspielen, bis die nächste Demo rauskommt. Wir sehen uns dann und danke fürs Spielen. Versucht noch das Trainer aus der Viridian City, wenn du noch nicht die Chance dazu hattest. Wisst ihr was? Ich glaube, das werden wir noch machen. Ich meine, ist sonst ein kurzes Video. Wir werden noch mal kurz ins Trainerhaus reinschauen. Denn das scheint mir eine Sache sein, die wir zu erledigen haben. Und dann... Der Lümmel! Okay, Glückwunsch für den neuen Orden. Er will gegen mich kämpfen. Er hat meine Pokémon. Okay, wir haben doch noch ein bisschen was vor uns. Aber entschuldigt mich kurz. Okay, ich war nicht auf dem Klo, falls ihr euch wundert. Und ja, all meine Pokémon auf. Kämpfen wir, mein Guter. Okay. Wir wollten uns in der Sicherheit des Pokémon-Centers wiegen. Aber Blue hat uns wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Okay. Das ist aber ein kunterbunter Hintergrund. So. Dann sehen wir mal, wie wir das am besten machen. Ich vermute mal, dass das vom Typ Boden und Flug ist. Also machen wir Aqua Tail! Das könnte ein geschmeidiger One-Hit werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Level 42, das ist nichts. Bist du tot, Blue? Aber ist der auch blau und schlau? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Iron Defense? Die Flammenangriffe sind halt so fürchterlich. Ich würde fast sagen, wir packen einfach mal Glut dafür weg, weil Glut wirklich kein guter Angriff ist. Und ich meine, es könnte auch so relativ hilfreich mal sein. Die gute, was heißt Iron Defense auf Deutsch übersetzt? Eisen, das war irgendwas mit Eisen. Ich habe den Namen vergessen. Spielt aber auch keine Rolle. Ich weiß, ihr alle wisst, wie der Angriff heißt. Das ist es gut. Ich weiß es nicht mehr. Ein Electric Garados. Dieser Blue. Er hat sie alle. Wirklich? Und du machst ausrechnet den Elektroangriff. Okay. Oh, und wir haben Pilzspore mit Steinpilz. Wisst ihr was? Das hier war doch ein relativ akzeptables Team, was wir hier hatten, wenn ich das gerade wieder so sehe. Ich bin relativ positiv... Ich bin relativ positiv überrascht. Ich meine, es ist... Ey, hatte mein Team schreckliche Erinnerungen. Das sind gute Pokémon. Auch wenn die Angriffe teilweise unerwartet scheiße sind. Aber ansonsten sehr, sehr solide. Und das ist der Electados. Wir sehen das Electados. Okay. Was für ein nettes Pokémon. Staffrock.
Vor allem sind die Stats auch unglaublich hoch. Stealth Rock, das... Shit. Ich kann keinen meiner drei Angriffe hier verlernen. Die sind alle ziemlich wichtig für mich. Und Cut auch nicht. Kein Stealth Rock für uns. Ja, hör auf damit. Ich brauche die anderen Angriffe mehr, leider. Nee, wer wird denn eingesetzt? Wirklich. Ein Haufen Eier mit dem Tauros. Wobei man natürlich sagen muss, dass Owei, sie sind nur von Design her Eier. Tatsächlich sind es Samen. Was gut klingt, wenn man das so sagt. 4. Januar 2000, das stimmt nicht. Ja, schaut euch die Werte an. Angriff und Verteidigung von Steinpitz sind fucking hoch. Vor allem, wenn ich es mit meinen anderen Pokémon aktuell, die ich bei Schwarz 2 habe, vergleiche. Die sind ja auch fast so auf dem Level. Die sind schon auf dem Level von den Pokémon hier. Ja, wobei, die haben relativ normale Werte. Nur Steinpilz hat wirklich enorm hohen Angriff und enorm hohe Verteidigung. Woher kommt der hohe Angriff von Steinpilz? Ach, es ist ja zur Hälfte in Geowatz, natürlich! Das ist der erste Stony gewesen. Das ist ein starker Boy. Was wundere ich mich überhaupt? Natürlich macht das eine Menge Damage. Ich meine... Wurzeljetzt-Sporre? Ich meine, Pilzsporre. Ich meine, das ist zur Hälfte Geowatz. Und Geowatz hat sich als sein unerwartet gutes Pokémon herausgestellt. Dementsprechend, warum wundere ich mich überhaupt? Ja, der Damage ist von beiden Angriffen ziemlich überschaubar. Geowatz war wirklich übrigens von den letzten paar Pokémon Schwarz-2-Parts. Vielleicht, dass ich darüber gerade rede. Ich weiß, relativ angebracht. Aber ich habe da vor kurzem Geowatz ins Team genommen. Ich habe jetzt gefangen und Geowatz ist halt, ist auch ein Pokémon, sich davor, keine Ahnung, vielleicht Starkazam. Da sollten wir definitiv auswechseln. Kaptanus, kümmern du dich um die Scheiße? Moment. Ich habe nur zwei Angriffe, die alle nicht sehr effektiv sind. Sehe ich das gerade richtig? Oh, du hältst dich für den stärksten Wasser- und Psychotypen? Ich denke nicht! Naja. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem so. Psycho-Cut, okay. Auf jeden Fall, da habe ich ein Geowatz ins Team genommen und tatsächlich ist Geowatz. Ich hätte es nicht gedacht, aber Geowatz ist wirklich ein sehr solides Pokémon, was relativ viel Sinn ergibt, weil Simsala ist stark, Gengar ist stark, Marumai ist stark. Also ergibt es eigentlich nur Sinn, dass Geowatz auch stark ist. Aber ich dachte, Geowatz ist einfach ein super lames Pokémon an sich. Aber es ist sehr solide. Ich hatte keine Ahnung. Das war meine Überraschung der letzten paar Tage. Danke für eure Aufmerksamkeit. Triff doch mit dem Psybeam. Was ist denn los mit dir? Und jetzt triff! Die Trefferquote haut mich nicht um. Ich denke, wir können uns... Was soll das denn bitte? Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, welche die stärkste Wasser-Psycho-Pokémon-Fusion ist. Und ich will sagen, der eine Sternkopf da drüben, es ist definitiv nicht. Es ist Koptanus. Das schon allein, weil in seinem Namen das Wort Kopt vorkommt. Das ist schon allein ziemlich, hilft ihm ungemein weiter. Was ist denn? Triff doch jetzt endlich mit dem Angriff! Was hat Starkazam für einen Angriff gemacht? Ich habe nicht richtig aufgepasst. Ich muss doch irgendwas entsetzlich verpasst haben. Kann das sein? Es trifft doch! Star Level. Warum schwebt es jetzt auf einmal? Hat irgendein Pokémon von mir vielleicht Schockwelle oder sowas? Oder Finte? Entschuldige mich mal. Das ist doch bescheuert so. Nein. Nein, Zauberblatt wäre ein 100%iger Treffer. Nö. Nö. Nein. Ja, cool. Surf! Warte, er hat... Ich habe keine Ahnung. Das hat irgendwas eingesetzt, wo ich nicht ganz weiß, was es gemacht hat. Kann das sein? Setzen wir einfach mal Wuff-Wuff ein und lassen Wuff-Wuff irgendwas machen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, was ich gerade übersehe bei Starkazam. Ich habe bei irgendeinem Angriff oder so habe ich nicht aufgepasst, wie mir scheint. Extreme Speed! Ja. Was hat es denn für einen Angriff gemacht, dass ich gar nichts mehr machen konnte? Ey, ich bin verwirrt. Warizard! Du willst besser sein als Wuff-Wuff? Dann wollen wir mal sehen, wer die beste... Turtok bzw. Schicke Evolutionsreihen Fusion ist. Ich kann dir sagen, du bist es nicht. Mit deinem Schillock-Kopf.
machst mich krank. Aquatel! Und ist auch noch ungefähr auf dem gleichen Level wie ich. Das heißt, es ist tatsächlich ein ziemlich fairer Kampf. Iron Defense. Du willst deine Verteidigung erhöhen? Aquatel! Guter Treffer. Wuff, wuff. Wuff. Und Slash. Ja, Slash ist nicht so stark. Ich würde sagen, könntest du darauf einigen, dass wir die ultimative Fusion sind. Skull Bash? Nah, nah. Hey, weg mit dem Schwachsinn. Aquatel! Damit wäre auch dieser Gegner bezwungen. Und wir haben Rivale Blue besiegt. Oh, really? Come on! Nein, Blue, ich möchte nicht. Lass dich bitte in Ruhe. Geschmeidige Animation. Absolut geschmeidige Animation. Gut, dann würde ich sagen, wir können noch in dieses, wo war denn das Trainerhaus? Das ist der alte Mann. Das ist Eich! Hi, MOP, man. Ich habe nach dir gesucht. Hier, ein Geschenk dafür, dass du die Demo, abgeschlossen hast. Oh! Random Shiny Pokémon. Joltorn. Ja, ich möchte den Spitznamen geben. Joltorn, ich habe keine Ahnung. Wir nennen ihn, Glitzerboy. Glitzerboy wurde auf meinen PC transferiert. Wir haben ein Shiny Pokémon, Leute. Zeigt mir meinen Shiny. Das war's wert. Ich habe schon lange kein Shiny-Pokémon mehr irgendwo gefunden. Oh mein Gott, das ist wunderschön. Schau ich mir den Glitzerboy an. Er ist sogar männlich. Schau ich dieses liebliche kleine Rihorn an. Jolteon und Rihorn, Moment. Das heißt, Jolteon müsste Blitzer gewesen sein, oder? Von welchem Typ bist du? Elektro und Rock. Ja, tatsächlich. Das heißt, wir könnten daraus ein Rizeros und Blitzer bekommen, was tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut sein könnte. Oder? Naja, die sind sehr gegensätzlich, die beiden. Ja, das ist auf jeden Fall, das Moveset ist auf jeden Fall fantastisch. Schau ich das gute Glitzerboy an. Ey, ich bin ein bisschen begeistert. Wunderschön. Was hätten wir nicht sonst noch als für der Team Rocket Box? Was hätten wir nicht sonst noch als für Pokémon? Naja, ich habe nie mehr gefangen, als ja, ich brauche. Das sieht bescheuert aus, aus der Safari-Zone. Gut, dann will ich immer noch ganz gerne dahin schauen, wo wir vorhin hin wollten. Habe ich schon meine Pokémon geheilt? Müsste ich, oder? Ja, sehr schön. Dann Teleport. Teleport, mein Guter. Und zwar möchten wir uns nach, nicht Palatown, sondern Viridian City teleportieren. Denn wenn mich nicht alles täuscht, sollte da das Trainerhaus sein irgendwo. Ich meine, das ist hier irgendwo. Trainerhaus, ich glaube, ich habe es gefunden. Hallo! Hey, willkommen im Trainerhaus. Du kannst wundervolle Preise bekommen. Ich möchte keine Preise. Ich möchte mal kurz kämpfen. Level 25 Challenge. Double. Hm. Okay, hier werden alle Pokémon auf Level 25 runtergesetzt. Wir nehmen Koptanos. Wuff, wuff. Steinpilz und Rapunzel. Okay. Ich werde sie nur kurz anschauen. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Jetzt im Großen und Ganzen wie der, hieß der Duellturm. Ey, ich glaube schon. Okay. Es hat irgendein System hinter sich, das Ganze hier, wo man Gegner ein bisschen stärker machen kann und sowas. Ist relativ nett. Da werde ich nicht allzu viel Zeit mit verbringen. Ja, das sind sehr unterentwickelte Pokémon. Ihr seid aber nicht hochentwickelt. Und wuff, wuff. Wie gefällt es dir den und Koptanus, wie gefällt es dir den, Anus von wuff, wuff im Gesicht zu haben? Kein schönes Gefühl, möchte ich wetten. Kein allzu schönes Gefühl. Ja, das scheint mir ein bisschen unfair zu sein. Die Gegner sind, die sind viel zu schwächlich. Sie können doch nichts machen. Au. Nicht der Icicle Spear. Oh nein. Na gut, hätten wir das soweit auch mal gesehen. Machen wir die Gegner hin noch. Draftly. Sehr schön. Hätten wir dieses Trainerhaus auch noch gesehen. Ist bestimmt netter. Ich habe nicht allzu viel Lust, mich da auseinanderzusetzen. Wobei ich inzwischen kein allzu großer Fan davon bin, dass in den neuen Editionen keine Kampfzonen oder sowas mehr drin sind, weil seit ich die mal ein bisschen. Ich habe die aus Hard Gold in dem Stream ein bisschen angeschaut. Und seitdem, also mal wieder ein bisschen angeschaut, seitdem muss ich sagen, ich würde mir das wirklich für neuere
Editionen wünscht, damit man da auch mal ein bisschen kämpfen kann, ohne dass man... Nein, ich will nicht. Ach, wollte nicht kämpfen. Nein, nicht einfach. Ich habe dich gespeichert. Shit. Muss den Kampf wohl noch machen. Egal, kann ich... Oh Gott, oh mein Gott. Du siehst fürchterlich aus. Auf jeden Fall würde ich mir das sehr wünschen, damit man... weil ich mag das eigentlich, dass man auch einfach ein bisschen online kämpfen kann, ohne dass man... dafür gegen andere Gegner, gegen andere Spieler spielen muss. Ich bin nämlich tatsächlich immer noch, nicht der größte Fan davon. Das ist wahrscheinlich vom Typ Pflanze, oder? Was auch immer. Ich bin nicht der größte Fan von Online-Modus und sowas, und etwas derartiges. Dementsprechend habe ich eigentlich nichts dagegen, wenn ich einfach gegen irgendwelche Computer oder so kämpfen muss. Muss dann auch streng genommen theoretisch fucking Otwi und Kackbell, wo es dann theoretisch auch vollkommen egal wäre, wenn ich, mit dem Kampf, ich habe keine Ahnung, für 3 Stunden verschwinden würde. Meine Gegner würden auf mich warten, aber online nein. Ey, weiß ich. Ich will die Kampfzone. Vor allem geht das auch sehr viel schneller, weil man nicht nach Gegnern extra suchen muss immer und sowas. Aber hey, in Omega Rubin gab es eine. Habe ich recht? Sie war ziemlich prachtvoll. Nein, ich möchte nicht fortsetzen. Taken back, ja. Okay. Hey, du hast zwei, ich habe ein TP bekommen, weil ich 2 Trainer besiegt habe. Wunderschön. Da sage ich mir verdient. Aber gut, liebe Leute. Ich würde sagen, das war soweit diese Version von Pokémon Infinite Fusion. Einem Hack, welcher an sich relativ unterhaltsam ist. Allerdings, wenn ich das Gefühl habe, nicht zwangsweise die optimalste Priorität gesetzt wurden. In Sachen, in welcher Reihenfolge man am besten voranschreiten sollte in dem Spiel. Und zwar, damit meine ich, dass viele, viele neue Gebiete hinzugefügt wurden. Obwohl alte Gebiete noch absolut offensichtliche Macken haben. Die scheinbar... Keine Ahnung, was damit ist. Ich weiß nicht. Weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Wenn einfach... wenn es in der Reihenfolge gemacht wird. Es wirkt dann einfach... Es zieht das gesamte Spiel ein Stück weit runter. Aber ich denke, in Infinite Fusion haben wir das öfteren... haben wir oft genug darüber geredet. Ansonsten, alles eine nette Idee und so weiter. Alles ganz nett. Aber gut, dann würde ich sagen, wir haben Infinite Fusion tatsächlich zu Ende gebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt Pokémon Schwarz 2 schauen, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Was ihr wahrscheinlich eben macht, aber ich wollte es mal in den Raum werfen. Okay, gute Nacht.